scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Also, schauen wir mal ein bisschen weiter, was uns möglicherweise jetzt jemand was dazu erzählt, die jetzt nicht weiß, dass sie da rankommt. Aber ich kann sie schon mal leicht vorbereiten, weil sie Professorin ist. Und sie war schon öfter bei uns. Sie ist Professorin an der Hochschule München für interkulturelle Kommunikation. Und die Professor Dr. Irmela Neu, oder Irmela kann ich auch schon sagen. Bei ihr ist eindeutig die Freude an Neuem. Neugierig, neu entdecken. Und das hat sie auch immer wieder motiviert, ihr Studium zu machen in Romanistik, Französisch, Spanisch, Katalanisch. Übrigens wollte ich Sie schon daran erinnern, Rumänisch ist auch eine rumänisch-romanische Sprache. Ja. so wie Politikwissenschaften. Und sie ist sehr breit nicht ausgestellt, aber in diesem Bereich sehr tief drin. Und zufällig, als sie gehört hat, was wir machen, da hat sie gesagt, oh, das ist auch mein Thema, wo ich gerne was sagen würde, weil für sie sind Vorurteile Falle und Helfer zugleich. Mhm. Also wie der Name Vorurteil heißt, also wir haben feste Urteile über Menschen, Sachverhalte, Zustände, haben wir ja vorher schon gesehen. Wir haben ein starkes Bild und eine Orientierung. Vorurteile sind dafür da. Aber wie man sie überprüft, das habe ich auch noch nicht erfahren. Also Irmela, die Bühne ist deine. Ja, vielen Dank erstmal, Ovidio, und dank euch allen auch. Ja, viele Impulse sind ja jetzt schon gesetzt. Ich würde gern erstmal unterscheiden zwischen Vorurteilen, die ich habe, die wir haben, und die Reaktionen oder mögliche Reaktionen auf Vorurteile. Also zunächst mal, wie das Wort schon sagt, es enthält das Vor und Urteile. Das heißt, ich habe ganz bestimmte Urteile in mir und die übertrage ich auf eine neue Situation und sozusagen daher dieses Vorurteil. Also ich gehe belastet in eine neue Situation hinein. Vorurteile setzen sich zusammen aus ganz vielen Komponenten. Also das können sozusagen Kulturgene sein. Also ich habe immer wieder gehört in meinem Interkulturellen, die Deutschen haben keinen Humor. Ja, und solche Sachen. Oder die Deutschen sind kalt. Also das wäre so ein typisches Vorurteil. Das streift natürlich in anderen Bereichen auch das große Gebiet des Rassismus. Also das wären ideologische Vorurteile. Es sind aber auch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dann fange ich an zu verallgemeinern. In jedem Fall passiert bei Vorurteilen eine große Verengung. Also ich lege mich auf ein ganz bestimmtes Urteil fest und ich bin damit auch schon in der Enge. Und was dann passiert ist, dass ich so das mache, was die selbsterfüllende Prophezeiung dann genannt wird. Also ich gehe in eine neue Situation rein, sehe nur die Dinge, die ich sehen kann und will, also wie so eine Brille, wie so ein Filter. Und dann passiert natürlich genau das, weil ich nur das wahrnehme, wofür ich auch schon vorprogrammiert bin. Da hast du uns ja, Ovidio, auch die gehirnphysiologische Seite gezeigt. Und deswegen sage ich dann hinterher, ja, siehste, ich habe vollkommen recht gehabt mit meinen Vorurteilen oder mit meinen Urteilen oder mit meiner Betrachtung oder ja. Also deswegen wäre mein Plädoyer in jedem Fall hier, Selbsterkenntnis ganz oben anzustellen, mich selber zu fragen, zum Beispiel, wenn ich reise, was weiß ich von dem Land, welche Einstellung habe ich darüber, wie ist die Geschichte, welche ideologischen Zusammenhänge gibt es. Also das ist so eine Mischung zwischen mich wirklich informieren, aber dann auch schauen, was habe ich für Bilder im Kopf, für sprachliche Wendungen. Das kann Länder betreffen, das kann natürlich auch Menschen betreffen und so weiter. Also mich selber sozusagen einfach mal zu beobachten, und dann festzustellen, aha, da bist du befangen. Ich will mal ein Beispiel geben.
als ich in Mexiko war, in einem sehr schönen Projekt, auch von unserer Hochschule, sah ich früh morgens auf der Straße einen jungen Mann, der Dinge zum Verkauf feilbot. Und ich als typische Europäerin frage ihn so blöd, ja, wieso bist du eigentlich nicht in der Schule? Ja, also kann man mal sehen. Hinterher habe ich gleich gedacht, sag mal, was war denn das? Gut, aber er war so nett und hat in einer Vitalität geantwortet, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. Du, ich muss meine Familie ernähren. Wir haben hier Produkte, die wir daheim hergestellt haben. Und das ist in Absprache mit der Familie, mit dem Lehrer. Und ich will auch Geld zurücklegen. Und dann hat er mir seine ganze Projekte und Pläne erklärt. Und da stand ich dann da mit meiner typisch europäisch engen Frage. Da habe ich gedacht, ja, das ist so ein typisches Vorurteil. Ne? Ich denke, die Kinder müssen alle in die Schule. Ich denke, wieso ist der nicht in der Schule? Also schwänzt der oder macht da Geschäftles? Ja, alles, das geht alles nicht. So, das wäre mal so ein Beispiel, was mich sehr veranlasst hat, eben mein Weltbild auch genau mal anzugucken. Die zweite Sache ist, hängt aber mit der ersten sehr zusammen. Wie reagiere ich auf Vorurteile? Also wieso hängt es mit dem ersten zusammen? Also welche Vorurteile habe ich? Weil es darum geht, in einen Abstand zu gehen. Also wenn mir jemand genau, weiß ich, sagt, alle Deutschen sind humorlos, was einem in Frankreich immer wieder auch mal passieren kann, zum Beispiel, nicht unbedingt, aber kann passieren. Wie reagiere ich auf sowas, ja? Ich würde sagen, in jedem Fall erstmal tief durchatmen und gar nicht reagieren. Ich liebe den Spruch vom Sadhguru, don't never react, act. Ja? Also nicht reagieren, sondern eine Verschnaufpause einlegen und dann überlegen, was kann ich jetzt tun? Ich kann schweigen, ich kann lachen, ich kann ein Gespräch beginnen, je nach Situation. Ja? Aber oft reagieren wir dann mit einer gewissen Wut oder eben mit Gefühlen, die uns dann blockieren, in einen schönen Dialog zum Beispiel reinzugehen oder zu lachen auch. Das ist ja auch eine wunderbare Situation, wenn man lachen kann und möglichst die Beteiligten alle zusammen lachen können. Ja? Also dieser Abstand ist etwas ganz Wichtiges. Warum ist der so wichtig? Weil wir durch den Abstand wieder in Ruhe kommen. Und aus der Ruhe heraus wieder durchatmen in die Weite. Also der Schritt ist Abstand, durchatmen, runterfahren, Ruhe und Weite. Und die Weite, damit öffne ich auch das Feld in die Weite. Und aus der Ruhe kommen mir dann immer gut, kommt mir einfach schöne Ideen oder freundliches, sanftes, gütiges. Ne? Du hast Shakespeare zitiert. Das kann ich aus der Ruhe in die Weite gehend. Dann kommt mir das fast automatisch situativen Humor. Also in so einer gewissen Schlagfertigkeit auch dann. Ne? Und ja, und das führt dann auch wieder dazu, dass ich mal überlegen kann, wo stehst du? Ne? Bist du dazu in der Lage oder umgekehrt? Meinst du, dich rechtfertigen zu müssen? Nimmst du alles viel zu wörtlich und so weiter? Also mein Plädoyer ist, Vorurteile sind dazu da, dass wir in einen wunderbaren, bezaubernden Prozess der Selbsterkenntnis gehen können, aber bitte in Leichtigkeit, in Freude und mit viel Humor. Und Vorurteile sind eben dazu da, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, also das heißt, sie entdecken, identifizieren und dann gegebenenfalls abschaffen. Sie sind in der Enge nie tauglich, in der Weite kann man sie sich anschauen. Und das wäre mein Plädoyer, also Chance, Selbsterkenntnis, Hindernis, wenn wir in der Enge stecken bleiben, weitergehen, in die Weite gehen der Möglichkeiten. Das so viel zu den Vorurteilen. Ja.